Hallo, ich bin Steffen Weinhold. Ich bin Patrick Winzek und zusammen spielen wir Handball für Team Deutschland. Für unseren Sport ist Schnelligkeit auch extrem wichtig. Deswegen haben wir viele Schnellkraftelemente in unserem Training. Hier zeigen wir euch jetzt gleich ein paar Übungen davon. Also bei dieser Übung zeigen wir euch die Reaktivsprünge. Da es beim Handball manchmal sehr schnell zur Sache geht, ist es wichtig, dass man schnell auf den Beinen ist. Und von daher zeigen wir euch heute eine Übung. Und zwar kann man sich irgendeine Erhöhung nehmen und von einer gewissen Höhe runterspringen und sollte so schnell wie möglich reagieren und wieder hochspringen. Von der Wiederholungszahl sollte man 3 Sätze a 6 Wiederholungen machen. Die nächste Übung sind seitliche laterale Einbeinsprünge. Das ist vor allem wichtig, dass man nach einer Körpertäuschung auch den entsprechenden Raumgewinn hat, um an seinem Gegenspieler vorbeizukommen. Am besten macht ihr davon 3 Sätze a 10 Wiederholungen. Linienläufe sind wichtig für unsere Sportart. Da Handball ein schneller Sport ist und man viele Situationen hat, wo man schnell umschalten muss. Von daher ist das keine beliebte Übung für Handballer, aber die ist notwendig, um halt schneller ans Ziel zu kommen. Und von daher würde ich euch raten, die Übung 3 bis 5 Mal zu machen. Und wenn man nicht die Möglichkeiten hat in der Halle, dann vielleicht draußen im Wald und sich ein paar Markierungen selber machen. Die Übungen in der Koordinationsleiter sind wichtig, um unsere Koordination zu schulen. Am besten macht ihr davon 6 bis 8 Sätze und ihr könnt euch natürlich auch noch andere Übungsformen raussuchen, die ihr dann in der Koordinationsleiter nutzt. Am meisten Spaß macht uns natürlich, die Schnelligkeit mit dem Ball in der Hand zu trainieren. Deswegen rate ich euch auch, die Schnelligkeit mit Pässen und anderen Spielformen zu kombinieren. Und hier ist unser Trainingsplan für euch. Viel Spaß dabei!